Ja, servus, wieder zurück auf der Korsareninsel. Okay, es wird jetzt wieder ein bisschen mehr Sonne hier reinstrahlen. Ich hoffe, dass der Dampf dann hier so langsam weggeht. Seid gegrüßt, vielen Dank für eure Likes, für eure Kommentare, auch von den vergangenen Folgen. Jetzt würde ich mich hier noch mal ein bisschen vorwagen. So, das dürfte der Erker gewesen sein, den wir dann durch hatten. Und da war die Truhe. Oh, Leute. Ich sehe nix. Hören Sie mal. Warum ist denn das hier so diesig? Uiuiui. Oh, ist das neu? Das sieht neu aus. Tatsache. Also jedenfalls kann ich mich daran nicht erinnern. Das muss neu sein. Okay. Gut. Hier nochmal ein bisschen gucken. Ah, da gehe ich noch nicht runter. Gehe erst einmal hier hoch. Was war das nochmal für eine Höhle? Das war ein Durchgang zu etwas, richtig. Ja, wie viele Jahre ist das her, dass ich die Korsareninsel gespielt habe? Das weiß ich jetzt nicht so genau, liebe Freunde, aber auf jeden Fall sollte ich mal speichern. Also das freut mich echt, dass das hier mit eingebaut worden ist. Ja, muss ja auch, sonst wäre es ja... Sonst gibt es den Prolog ja nicht. Zum Beispiel, zuerst war die Korsareninsel da und dann gab es diese Modifikation. Hä? Ja, ich kann mich erinnern. Oh, leider ist der Renderer hier wieder. Warnung. Gucken wir mal, was das für eine Warnung sein soll. Ich guck mal. Das könnte die Warnung sein eines Toten. Warnung, gerade hat mir Torres gemeldet, dass Wüstenräuber in der Schlucht gesehen wurden. Verschließt die Plantage. Okay, das ist nicht der richtige Zettel. Nochmal gucken, wo der genaue ist. So, da habe ich einen gefunden, auch in Großbuchstaben. Warnung, Zettel, der an der Tür zur Schatzkammer hing. So, Warnung, Finger weg von dieser Tür. Derjenige, der versucht, in die Schatzkammer einzudringen, wird von mir ohne Gnade und Barmherzigkeit an die Alligatoren verfüttert. Und glaubt ja nicht, ich bekomme davon nichts mit. Ich habe meine Augen überall. Mendoza Captain. Ah, Mendoza Captain hat das geschrieben. Aha. Ich wage es aber trotzdem. Schauen wir mal. Oh, man kommt rein. Oh oh. Nachher ist irgendwo eine Falle hier drin. Nachher ist irgendwo eine Falle drin. Und ob der Schöpfer jetzt sagt, also der Schöpfer dieser Modifikation, jetzt ist er reingegangen, das ist nicht gut. Dann wird eine Quest kaputt gemacht. Lesen. Verstehe. Magisches Wissen plus, na, das ist ja gut. Ach ja, ich brauche ja noch unheimlich viel. So, 225 Punkte. Ich glaube, ich brauche 300 für irgendeine neue Stufe. So, ich habe ja abgespeichert, werde aber trotzdem hier die Sachen looten. So. Okay. Dann gibt es hier noch zwei Truhen, die bestimmt zu knackern sind. Oder auch nicht. Da ist gar nichts drin. Hm. Ja, da ist auch nichts drin. ist auch nichts drin. Okay. Toller Warnzettel, nicht? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah. Hier wird noch Truhen. Ein leeres Blatt und ein paar Tränke mit leeren Blättern. Oh, das sieht doch gut aus. Moment mal, Kohle, Mana-Essenz. Ah, nee, das sind alles nur leere Blätter. Hätte ja noch eine Karte sein können. Ein leeres Blatt, Feder zum Schreiben. Das ist bestimmt ein Schreibpult, ne? Genau, Spruchrollen schreiben. Fünfter Magiekreis kann ich, glaube ich, noch gar nicht. Doch! Eiswelle! Dann mache ich doch mal 10-mal Eiswelle.
Stimmt ja. Das sind mal so Sachen, die ich früher nie gemacht habe. Okay, Truhe. Alter Schwede. Lach mich kaputt. Die sind alle, ne? Ist das cool. Was bist du? Das ist eine Fake-Truhe oder was? Okay. Aha. Dann hat sich da einer schon an die Truhen zu schaffen gemacht. Das ist meine Schlussfolgerung. Jetzt bin ich mal gespannt, wo das hier runter geht. Okay. Ja, ja. Oh. Ups. Okay. Ja, ich glaube, es deucht mir. Deucht es mir oder deucht es mir nicht bekannt? Ach so, jetzt bin ich... Ja, klar. Okay, das, jetzt sind wir wieder da unten. Okay. So, und hier kommen wir natürlich zu den anderen Heinis. Obwohl, hier sieht es nicht so aus, als wäre dort wer... Oder ich habe mal wieder hier den Kontext wieder mal nicht mitgekriegt, so von wegen, dass diese Insel eigentlich mehr oder weniger verlassen ist. Aber ich hoffe ja noch auf eine Pfanne, die müsste eigentlich auf der anderen Seite sein. Okay, hier eine Kokosnüsse. Kalter Fisch. Der Folder liegt da rum, okay. Die Muscheln müsste ich auch noch mal bei im Off, mal bei Zeiten öffnen. Sind da drüben keine Tierchen? Was waren da früher? Lurker oder Alligatoren? Ich glaube Alligatoren. So. Okay. Dann hier noch was. Und hier im Gestrüpp hat sich noch was. Ja. Alles Kokosnüsse. Im Off erstmal mit meinen puren Zähnen schälen. Aua, aua. Gut, was haben wir hier? Haben wir noch eine Hornmuschel. Das werde ich dann mal machen im Off und mal speichern. Ach ja, ich habe diesen Quick Open. So schnell kann man die Kokosnüsse öffnen. Wunderbar. Ach, und hier ist noch ein kleiner Fisch, in dem was versteckt ist. Flammenschutzring erhalten. Ja, auch schön. So, dann haben wir hier noch die ganzen Muscheln. Ja, ich glaube, das war's dann dafür. Okay. Ja, dann. Ja, genau. Da die alle aggressiv sind, kann es ja natürlich nicht schaden, wenn ich mir doch ein bisschen bessere Rüstung hier... Schwupps. Wilder Nomade hier. Der Nomade. Okay, die stehen da alle spalier. Bin ja gut geschützt hier. Moment mal, ist ein Meuterer. Sind die Meuterer nicht gut? Weiß das jetzt noch gar nicht. Aua. Moment mal, da ist ein Meuterer, der reagiert nicht. Dass ich hier irgendwie die Falschen abknalle. Der rechts daneben, wer ist das? Ist auch ein Meuterer. Na? Okay, dann. Ah, nee. Shit, komme ich nicht ran. Mist, das ist jetzt doof. Okay. Ah! Rottedumme. Okay, der bewegt sich nicht. Komme ich jetzt dran? Mist. Auch nicht. Man kann nicht durch die Dings durchschießen. Nee. So. Jump. Okay, holt wieder seine Muskete raus. Oha.
Okay, es war knapp. Das war knapp jetzt. Trinken, speichern. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele sich da oben noch verstecken. Aber er ist ja noch da mit seiner Muskete im Anschlag. Okay, wenn wir mal hier Deckung nehmen. Ah, tam tam tam. Okay. Okay. Na komm. Oh. Aha. Okay. Ich durch die Esse, du. Ich fasse es nicht. Wo kann ich in den Schritt schießen? Aua, aua. Das war das. Wassereimer. Mhm. Okay. Da liegt eine Muskete. Mhm. Guck mal eben, was der Plankenbrecher bringt. Nee, ich guck mal. Da ist er sogar. Sogar geschärft. Klingt logisch. Für das die hier einen Schleifstein an Bord haben. Mhm. Gut, okay. Trotzdem möchte ich doch ganz gerne mal riskieren. Einen Blick nach oben. Mhm. Aha, alte Muskete wieder und Munition und ein bisschen Gold. Enteraxt. Meuterer, den habe ich ja, aber da müsste doch, genau. Das ist ja lustig. Speichern. Jawohl, okay, dann. Bevor ich unter Deck gehe, gehe ich noch erstmal hier oben hoch. Wobei ich glaube, dass hier nichts ist. Oh, so eine Bank, ja, wie immer. Okay. Dann gehen wir mal erstmal hier unten rein. Schätze mal Kombüse und ja. Hey, reichlich gedeckter Tisch. Aber bevor gehe ich erstmal hier achtern, dass sich hier auch noch einer verstecke deit. Nope. So. Ah, diesen zu knacken. Okidoki. Endlich. Wattencode für so ein bisschen Trank. Okay, speichere ich mal. So bist du auch hier so verkodet. Okidoki. Nix drin! Schau du mir das dort. Sorry, das war holländisch. Das heißt so viel wie, das ist bescheuert. Ach ja. Okay, links. Na, da hast du wieder ein bisschen mehr. Okay. So, die nächste True. Okay, links. Links, rechts. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, links. Okay. Oh, ein bisschen Kräse, ja. Aus Holland. Und muig, geh. Ja, sauber. Okay, ja, dann haben wir dich schon mal geknackt. Alle. Und dann kann ich mich hier. Oh, sorry. Was haben wir denn hier rum? Fischsupp. Krok. Fischsupp. Brot. Na, macht man nicht. Tomate, Käse, Fischsuppe. Fischsuppe, Schinken. Gut.
Rezeptfischsuppe, wie oft denn noch? Und hier hat's eine Pfanne. Hier hat's einen Kochlöffel. Mal gucken, kann ich hier kochen? Blubber, blubber. Ja, kann ich. Ja, dann werde ich das mal machen. Ja, der Kochkurs hat sich gelohnt. Bananenkompott, was haben wir denn noch? Fischsuppe, leckere Fleischsuppe. Also sind wir ja gut gewappnet. Kräftige Käsesuppe, super geil. So, dampfende Kräutersuppe macht stark. Stärkebonus, ja. Dann machen wir mal hier eine starke Geschichte raus. Trinken noch ein bisschen von der leckeren Fleischsuppe etwas. Speichern ab. Weiter geht's. Ah, da kann man das nicht abnehmen. Hm. Gut, okay, Smoothie. Das war hier was zum Übernachten. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Oder war ich hier? Ah, hier war. Nee, hier war ich noch gar nicht. So, du bist ohne bestimmt den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Genau. Autsch. So, geht's denn noch weiter? Nein. Wir müssen nur noch hier unten rein. Das ist nur eine Flavortür, ne? Yep. Ist auch nur eine Flavortür. So, hier gibt es auch wieder so ein. Moment mal, habe ich das hier schon gemacht? Jagd und Beute. Okay, kennen wir. Okay, habe ich noch nicht gemacht. Durchschaut. Okay. So, versteckt sich hier noch irgendwie noch was? Kann ja sein, man weiß es nicht. Oh ja. Was ist denn das für eine Textur? Okay. Sieht man den Kopf von der Seite. Okay, vielleicht sollte ich mal hier wieder rausspringen. Hallo. Jetzt bin ich in den Kisten gefangen. Seht ihr das? Okay, ich komme auch so nicht raus. Dann brauche ich mal eben kurz den Heck. War es das oder war es das nicht? Ja, ich glaube, das war's. Nee, das war's nicht. Hallo? Jetzt hänge ich. Du Mist. Warte mal. Okay, hab mich jetzt hier raus befreit. Supi. Ach, da steht ein Fläschchen. Wacholder. Genau, hier sollte man auch mal akribisch gucken. So. Ach, hier ist eine Tür drin. Waffen. Oh! Boah! Oh, das nenne ich jetzt mal eine Waffenkammer hier. 50 Pfeile, Bolzen. Okay. Ja, Enteraxt, Enterschwert, der Rest scheint wohl hier, na, ist alles nur Fake. Okay, noch eine Buchkommode zum Lesen. Werkzeug für Reparatur, Nägel 260, davon 40 rostig, Hämmer 5 normale und 2 Schmiedehämmer, Sägen zurzeit 7, zu wenig, Schiffsäxte ein halbes Dutzend, Kisten unter Deck, Kanonenkugel 25 Kisten. Ah, okay, das ist so eine Art Waffenvorratsbuch. Okay, Feder zum Schreiben, dann Kriegsarmbrust, das ist auch hier nur... Plankenbrecher. Ah. Hintermesser. Ja gut, okay, das war das. Dann gehen wir mal ganz unter Deck. Speichere ich lieber nochmal. Schau mal, was da alles ist. Nachher ist noch irgendwie so ein Typ hier, oder? Nein. Kanonenkugel. Loosehammer. Mhm. Und doppelter Hammer. Okay, noch was Hammervolles? Nein. Hammer hier noch was? Nein. Hier zwischen den Kanonen. Ah, da ist was.
Geweihtes Wasser und ein Wolfsmesser. Naja, gut. Okay, hier kann man hoch. Kann man auch hoch. Springen wir mal eben kurz rum. Gucken nochmal nach, was es gibt. Falls hier was noch zwischenliegen sollte. Sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir jetzt zur anderen Seite. Über die Fässerchen hier. Kann ja irgendwas zwischen den Fässern liegen. Man weiß es ja nicht, ne? Okay. Na, ein bisschen ruppig hier. Gut. Was ist denn noch hier? In der Ecke? Nein, das sieht nicht so aus. Die fiesen Ecken immer hier. Aber hier ist noch so eine Lücke. Nee, da wird nichts sein. Nicht zu weit, nicht zu weit. Okay. Ich glaube, hier ist gar nichts. So, gucken wir mal drauf. Nö. Ganz akribisch, der Roland sucht. So, aber hier ist noch was. Rum. So, jetzt habe ich ja eigentlich alles hier auf dem Schiff abgesucht. War es das wirklich? Das waren noch alle Räume hier. Ich vermisse aber noch einen Eingang. Den es wohl hier nicht gibt. Ja, genau, richtig. Den gibt es hier nicht. Nur diesen. Den haben wir ja durch. Okay. Gut, dann gucken wir doch mal, wo das mit dem Schiff stand. Ich sollte mir aber auch das Schiff ansehen. Möglich, dass die Meuterer dort Wachen zurückgelassen haben. Die sind ja jetzt, ne, die sind ja jetzt kaputt. Okidoki. Das heißt, wollen wir mal dem Sam mal was erzählen? Also das wäre natürlich eine coole Sache. Und wir springen mal. Ach, hier ist extra ein Shot, wo ich runterspringen kann. Okay, dann werden wir uns gleich beim Sam wiedersehen. So, dann gehen wir mal hier oben hoch. Und gehen hier oben hoch. Okay, den Bereich haben wir auch noch nicht abgesucht. Sumpfkrauten. Aha. Gut. Dann gehen wir hier durch. Gucken. Schläft der Sam eventuell hier irgendwo? Nein. Schläft nicht. Da ist er wieder. Da können wir mal gucken. Nein, das interessiert ihn nicht, dass ich schon das Schiff untersucht habe. Dann legen wir uns doch mal zur Ruhe. Machen die Äuglein zu. Und schlafen bis zum Sonnenaufgang. Werde ich ein bisschen speichern. Alchemietisch. Ja, später. Ja. Der hockt da immer noch. Gut. So, es gab ja noch einen Bereich, den habe ich noch gar nicht observiert. Und zwar da unten. Am Strand, auf der linken Seite. Wie kam ich denn da nochmal runter? Ja. Genau, irgendwo hier war das. Schwupps. So, und wenn man hier weitergeht. Und da unten rund. Moment mal. Da ist was. Da bewegt sich was. Nee, das ist das Feuer. Okay. Ja. Wie kam ich nochmal dahin? Da meine ich. Wie waren da? Ach, da. Richtung war richtig. Richtig, genau, hier rum. Aha. Hier ist auch keiner mehr.
Bis auf Kokosnüsse. Das sind ja hunderte, die ich ja hier schon gesammelt habe. Naja, so viel auch wieder nicht. So, noch eine Kokosnuss, die leider nicht zum Keimen kommen wird, weil sie im Wasser liegt. Und wenn ich sie mal einstecke. Und das da hinten sieht sehr interessant aus übrigens. Das kenne ich noch gar nicht. Kann ich mich auch nicht daran erinnern. Was hat sich denn hier noch so versteckedeit? Holzstumpf? Ach ja, ich habe wieder ein paar Sachen zu stumpfen. Nee, zu sägen auch. Ach, hier gibt es auch einen Schleifstein. Das kann ich ihm alles im Off machen. So, habe ich irgendwas vergessen? Gut, normalerweise müsste hier eine Gelegenheit sein, mit der Pfanne über offenem Feuer zu grillen. Denn da kann man nämlich auch, soweit ich, ja, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. So, das machen wir gleich. So, Quatsch. Hat sich hier noch irgendwas versteckt unter unten? Ja, ich will jetzt nicht tauchen. Tauchen. Okay. Die drei Kokosnüsschen noch und Pfanne. So. So, mal gucken, ob dann wirklich das stimmen sollte. Hä? Nee, das stimmt nicht. Was hast du denn jetzt gemacht? Hier kam kein Auswahlmenü mit Fleisch und so. Schade. Ich war der Meinung, hier könnte man Kokosfleisch braten. Das tut er auch. Ne? Also ist das möglich? Aha, gucken wir mal im Inventar. Unter Nahrung. 74. Wo ist das gebratene Kokosfleisch? Moment. Unter Nahrung leider nicht. Ja, unter Verschiedenes leider auch kein gebratenes Kokosfleisch. Da wird mir wahrscheinlich Alain mir einen Tipp geben, warum das so ist. Oder was es auf sich hat, wo ich das finden kann. Oder ob das wirklich nur so eine Animation ist, die eigentlich doch irgendwie nichts zur Folge hat. Ich weiß es nicht. Gut, liebe Freunde des guten Spiels. Ich glaube, dass ich hier erstmal hängen bleibe und nicht durchkomme. Dann werde ich mich nämlich hier auch mal wieder von der Seite hier aus verabschieden. Und jo. Ja, macht's gut. Ach ja, und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's auch beim nächsten Mal so. Tschüss.